Die Sammlung im Portikus. Rausch. It takes something to make something. Hausmeister als Kunstsammler. Dass sich auch Leute wie du und ich gerne mit Kunst umgeben, zeigen Helga und Hartmut Rausch. Der Portikus stellt die außergewöhnliche Sammlung von Helga und Hartmut Rausch einem größeren Publikum vor. Seit 14 Jahren sammelt das Hausmeister-Ehepaar der Frankfurter Städelschule Arbeiten von Studierenden und Lehrenden der Hochschule und hat so die stolze Zahl von 400 Gemälden, Zeichnungen, Fotografien, Objekten und Videos von über 200 Studierenden, Absolventen und Professoren zusammengetragen. Seit dem Wochenende stellt nun der Portikus in Frankfurt diese außergewöhnliche Sammlung vor und freut sich nach eigenen Worten darüber sehr. Angefangen hat es 1993, als die Künstler Thilo Heinzmann und Hans Petri Hartmut Rausch zu dessen 50. Geburtstag zwei ihrer Arbeiten schenkten. Langjährige Freundschaften sind denn auch die Basis der Sammlung Rausch. Helga und Hartmut Rausch müssen dabei nicht kunsthistorische, ökonomische oder akademische Maßstäbe achten. So gleicht ihre Hausmeisterwohnung einem unerschöpflichen Fundus kontrastreicher Arbeiten, die die Verbundenheit der Künstler mit dem Ehepaar Rausch widerspiegeln. Jede Arbeit ist einer persönlichen Geschichte, einer Erinnerung aus dem Alltag an der Städelschule und einem direkten Miterleben entsprungen. Zugleich ist dabei auch ein Überblick über die Entwicklung der Frankfurter Kunsthochschule entstanden. So nutzt der Portikus diese Ausstellung auch dafür, ein direktes Porträt seines künstlerischen Umfelds der letzten zwei Jahrzehnte für sein in diesem Jahr 20-jähriges Bestehen zu zeigen.